gemeinsam in Christus. Das Trennende überwinden, teilen, dienen als ein Leib Christi. Gemeinschaft leben. Paulus hat das wunderbar beschrieben. Er hat das Bild herangezogen des Leibes Christi. Das ist eine wunderbare Erklärung, ein wunderbares Bild für das Leben in Gemeinschaft, der Leib Christi. Und er sagt das sehr plastisch. Er sagt, das Auge kann nicht sagen, ich brauche die Hand nicht. Und das Haupt kann nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht. Leben in Gemeinschaft, wir sind eine Gemeinde, das heißt, das ist so von Gott gewollt, weil Gott ganz genau wusste, die haben einen Dienst zu erfüllen und allein können sie das nicht tun. Wenn die Gemeinde Christi ihren Dienst erfüllen will, dann muss sie das gemeinsam machen. Ein Einzelgänger kann den Dienst nicht erfüllen, denn Jesus von ihm erwartet. Das können wir nur gemeinsam schaffen, als Kirche, als Gemeinde Jesu Christi. Im Leib Christi brauchen wir, einer braucht den anderen. Das gilt also insbesondere für die Beziehung zwischen Amtsträger und Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass die Amtsträger da sind, die Gemeinde da, die Gemeinde kommt nicht aus ohne die Amtsträger, aber die Amtsträger, die schaffen ihr Heil, das klappt. Nee. Die brauchen sich gegenseitig, sonst geht das nicht. Die einen brauchen die anderen. Die unterstützen sich gegenseitig, beten den einen für den anderen. Das ist in der Bibel sehr schön beschrieben. Da ist mal die Rede von der eine sät und der andere erntet. Also die Aufträge, die Verantwortung ist verschieden. Aber die Freude ist gemeinsam. Liebe Geschwister, jeder in der Gemeinde hat seinen Auftrag. Jeder hat seine Verantwortung. Der eine hat dieses, der andere hat jene Gabe, der hat diese Aufgabe. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir brauchen uns gegenseitig. Und wenn jeder seinen Auftrag an seinem Platz erfüllt, haben wir eine gemeinsame Freude. Und das ist die Freude in Jesus Christus.